Schichtler mit Kübi und Kurt. Servus Kübi. Servus Kurt. Ich bin heute durchs Museum einmal gelaufen, ist mir aufgefallen, da fällt der Wagen. Wo hast du denn hingebracht? Ach, ich glaube, du bist auf den Zeppelin-Wagen aus, ne? Hast den versteckt oder was? Na, der ist doch zurzeit in Krakau. Wir haben doch ein neues Projekt. Du warst doch, der Verein unterstützt die VAG immer beim Aufbau der Fahrzeuge. Ja, genau, das war das Projekt. Ja, da habe ich mal was gelesen. Da gibt es eine schöne Broschüre, da kommen wir später drauf. Aber ich glaube, jetzt müssen wir unsere Zuschauer erst einmal erzählen, was denn mit dem Zeppelin-Wagen auf sich hat. Denn gebaut ist er eigentlich wann? 1906 für die Landesausstellung am Luitpoldhain. Genau. Dann ist er umbaut worden für die Nürnberg-Förder Straßenbahn. Ist dort gefahren als Sechser. Da haben wir ein Modell stehen, das unsere Leiter ein bisschen sehen, wie ja, und zwar vor aller Stehen zum Westfriedhof. Durch die Altstadt durch. Ja. Naja. Auf jeden Fall war er dort eine Zeit lang in Einsatz. Dann ist er nach Krakau abgegeben worden im Rahmen des Reichsleistungsgesetzes. 1941 war das, genau. Dann ist er gefahren bis in die 60er Jahre und ein Fahrzeug hat als Arbeitswagen überlebt. Den sehen wir da. Richtig schön hat er nicht mehr ausgeschaut. Nein. Aber das wirst doch du bestimmt noch wissen. Da hat dann ein Vereinsmitglied entdeckt, dass da noch so ein Wagen unterwegs ja, ist. Ja, der war in Krakau unterwegs, hat halt Straßenbahner fotografiert und ist im Betriebshof Nobahutra. Ja, die neue Hütte, ne? Bei neue den, Hütte bei den ist er genau. Damals auf den Wagen gekommen. Und dann hat er ein wenig recherchiert und dann hat er festgestellt, dass das der Wagen 144 ist, der in Nürnberg gefahren worden ist. Jetzt habe ich schon wieder so ein Gefühl, wie das bei den Straßenbahnfreunden halt so ist, dann haben die den Wagen haben wollen. Naja, es ist nicht so einfach gegangen. Damals war der eiserne Vorhang noch und dann ist die Städtepartnerschaft 79 entstanden und so weiter. Und dann hat man auf einmal die Idee gehabt, Mensch, wir könnten den haben. Und dann hat mein damaliger erster Vereinsvorsitzender, der hat dann immer wieder am Oberbürgermeister gebohrt und eigentlich hat unser Straßenbahn die Städtepartnerschaft zwischen Nürnberg und Krakau richtig gefestigt. Das ist doch eine schöne Sache. Ja, und der Wagen, also wenn ich mich erinnern kann, 84 ist dann der in Nürnberg vorgestellt worden. Wo war denn das auch einmal? Ja, das war ein Blätter. Aha, und es hat ja kein Museum gegeben, ist ja klar, da genau. Muss man ja wohin. Und da ist in der Oberdornstraße, in der Schleifen, die es halt auch nicht mehr gibt, ja. Hat man hinterstellt, dann hat er das Stück mit eigener Kraft vorfahren können zum Blätter. Und ist dann da reingefahren und ist in der Blätterschleife um den Brunnen ausgestellt worden. Jawohl, aber so richtig zugelassen, dass man quasi mit Fahrgästen fahren konnte, zugelassen war er nie. Ja, unsere polnischen Freunde haben dann halt so hergekriegt, wie der TÜV das in Polen damals wollte. Das heißt, unsere Vorschriften, die haben nicht so passt, ne? Ja, es waren manche Leitungen nicht so verlegt und so weiter und so fort. Wir haben zwar mal eine Sondergenehmigung gekriegt, 96 und 2006. Zum Jubiläum, das stimmt, da ist genau, er mal gefahren. Weil das sieht man auf verschiedenen Bildern, sieht man das. Einmal hab dann ich 96 gefahren, ohne Schienenbremse und bloß mit der Handbremse vom Rarenauplatz runter. Ich habe viel Abstand gelassen im Fahrzeug. Sicherheitshalber. Ja. Aber weißt du was, weil du gerade von unseren polnischen Freunden erzählt hast, die haben ja schon das eine oder andere Fahrzeug für den Verein der Straßenbahnfreunde aufgebaut, damit wir die da im Museum aufstellen können. Und bei dem Aufbau der Fahrzeuge sind die auf die Idee gekommen, der Zeppelin-Wagen ist so lange in Krakau gefahren, wie wäre denn das schön, wenn die auch anhätten? Und dann hat man eine Lösung gesucht, um zu sagen, wie können wir denn aus einem Wagen zwei machen? An für unsere Krakauer Freunde und einen für uns. Und deswegen ist er jetzt in Krakau und wird dort wieder aufgebaut. Ja, und er wird aufgebaut so. Man hat überall ein wenig was als vor uns mit reingebaut. Viel Altes war ja in dem neuen Zeppelin-Wagen 84 auch nicht mehr drin. Ja, ja. Aber wir haben wie so ein Scheinwerfer und sowas, das ist nur vor den Ebriblingen. Na, freilich ein paar Details, wo dann die Leute sagen, wenn sie mit dem Wagen mitfahren, aha, ne, das ist immer so. Ja, ne, ja, das aha, der Scheinwerfer, der Aha-Effekt. Auf jeden Fall wird der jetzt gerade aufgebaut und das ist eine richtig eine schöne Sache, ne. Und ja, wenn wir hoffen, dass er so in anderthalb Jahr in Nürnberg dann einmal unterwegs ist. Kurt, da musst du fein die Probefahrt mitmachen. Ja, das mache ich auf jeden Fall mit. Als Schaffner stellen wir hinten drauf und da irgendwas erzählen. Du weißt ja, ich rede nicht gerne. Nein, wir zwar reden sowieso nicht gern. Aber das Besondere ist ja, der Verein, also die Freunde der Nürnberg-Förder Straßenbahn, die können Geld sammeln. Die VAG muss schauen, dass ihre normalen Fahrzeuge... Wir können ja nur Geld brauchen. Und na, freilich können wir Geld brauchen. Ne? Und deswegen machen wir ja heute ein wenig Reklame. Ne? Also, liebe Leute, da unten steht, wo man hinspenden kann und vor allen Dingen, wo man sich noch ein bisschen informieren kann.
und vielleicht, und, oh ja, du hast doch Information. Broschüre. Und wenn es auf unsere Internetseiten hingeht, da hinten ist auch so ein QR-Code. Siehst du, hast du auch schon wieder was gelernt? Ja, ja, das ist was nice. Und da kann man nämlich genau nachschauen, wie es denn ist. Er hat nämlich, habe ich die Woche gesehen, in Holzrahmen schon fertig. Aber lass uns nicht so viel verraten. Die Leute sollen ja mal ein Auge ins Internet. Und was, wo es auch wieder hinschauen sollen, wenn wir uns das nächste Mal unterhalten. Und jetzt wünschen wir euch einen schönen Tag. Ne? Jawohl, servus miteinander.